Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Reichtum ist nicht das Problem. Das Problem ist, was machst du damit? Wer Jesus nicht hat, hat keine Sicherheit einer Versorgung und ist somit stark vom Geld abhängig. Gott ist unser Versorger. Er sagt es uns zu und wir können uns darauf verlassen. In den letzten Jahren haben wir vieles erlebt mit Finanzcrash, Geldentwertung, überdimensionale Preissteigerungen und so weiter. Eine unglaubliche Unsicherheit der Finanzen. Niemand konnte sich solch einen Einbruch in das Finanzsystem vorstellen. Und diese Unsicherheit macht vielen Menschen Angst. Auf jeden Menschen hat Geld irgendeine Wirkung. Es spielt in unserem Leben eine Rolle, weil wir es brauchen. Geld kann uns unter Druck bringen und es kann unser Leben total bestimmen. Zum einen für diejenigen, die sehr viel haben, die sorgen sich, dass sie es nicht verlieren. Und die anderen, die wenig haben, haben die Sorge, wie sie alles bezahlen können. Satan hat die Kontrolle über den Reichtum der Erde. Und ein wichtiger Aspekt ist, wenn wir unser Herz an den Reichtum hängen, sind wir automatisch unter der Kontrolle Satans. Er kann dich steuern durch Versorgungsängste, die du hast, oder über die Angst des Verlustes. Lukas 12, Vers 34, da steht, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wenn sich deine Gedanken hauptsächlich um die Bewahrung deines Geldes drehen, hängt auch dein Herz daran. Ganz automatisch, weil wir das immer im Sinn und im Kopf haben. Geld ist etwas, das wir brauchen. Auch wenn wir Christen sind, können wir das nicht ignorieren. Im Gegenteil, wir müssen ganz besonders sorgfältig damit umgehen und wir müssen unsere Finanzen unter die Herrschaft von Jesus bringen. Und wenn Jesus dein Versorger ist, brauchst du keine Angst zu haben. Die Bibel hat ganz klare Aussagen in Bezug auf Geld. Lukas 12, Vers 15. Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Unsere Habe nützt uns überhaupt nichts, wenn wir einmal vor Jesus stehen. Wir werden einmal von ihm nicht nach unserer Habe beurteilt, sondern wie wir unser Leben gelebt haben. Ob wir eine Beziehung zu ihm haben und ob wir etwas für sein Reich getan haben. 1. Timotheus 6, Vers 10 und 11. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Geldliebe wird als Wurzel bezeichnet und eine Wurzel gräbt sich sehr tief ein. Und diese Wurzel, die steckt in deinem Herzen und in deiner Seele und das macht etwas mit deinen Emotionen. Es bewirkt also etwas in deinem Leben, wenn diese Wurzel da drin steckt. Geldliebe heißt, man liebt das, was man hat. Man gibt dann auch nichts her, beziehungsweise nicht gerne. Und daraus entsteht Geiz.
Geldliebe beinhaltet Geiz. Und Geiz in jeder Form ist Sünde. Geiz ist eine Form der Habsucht. Und Satan versucht, Geiz legal zu machen in den Herzen der Menschen. Wir haben das ja zur Genüge in der Werbung der Medien gehört. Und wenn wir irgendwo anfangen, Geiz in unser Leben hineinzulassen, setzt sich das fort. Und irgendwann wird es ein Lebensstil. Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, haben wir gelesen. Und damit kommen wir immer tiefer in Satans Machenschaften hinein. Es gibt Geldliebe und es gibt Geldgier. Man nennt das auch Profitgier, das hört sich besser an. Es reicht nicht, was man hat. Man will mehr und ist gierig. Man will alles haben und man nennt das auch Habsucht. Habsucht und Geldgier gehen Hand in Hand. Man hat nie genug. In dieser Bibelstelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir vor dem fliehen sollen. Also wir sollen da uns fernhalten. Und das ist direkt an uns Kinder Gottes gerichtet, dass wir uns von dem allem fernhalten. Wir sollen das nicht in unser Leben hineinlassen, diese Gier, alles haben zu müssen. Psalm 62, Vers 11. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Hier wird Erpressung und Raub angesprochen. Und wenn man geldgierig ist, bewegen sich viele Menschen auch in diesen Regionen. Es ist uns ja nicht fremd, auch durch die Medien, Erpressung, Raub. Die Nachrichten sind voll davon und wir hören oft von solchen Dingen. Auch der Judas war geldliebend. Ihr wisst das. Geldliebe war der Punkt, wo Satan ihn packen konnte. Geld war ihm wichtiger als Jesus. Und sein Ende war schrecklich. Auch die Pharisäer waren geldliebend. Lukas 16, 13 und 14. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Es kann nur eines davon an erster Stelle in unserem Leben sein. Und wenn wir diesen Bibelvers genau lesen, sehen wir, dass dadurch ein Anspruch, Herr zu sein, entsteht. Wer ist Herr in unserem Leben? Materielle Dinge können Herr sein in unserem Leben. Das heißt, sie haben Herrschaft über uns. Sie beherrschen dich. Und es dreht sich alles darum. Und dann ist plötzlich Jesus nicht mehr wichtig. Weil die erste Stelle in unserem Leben schon besetzt ist mit anderen Dingen. Die Bibel sagt uns nicht, dass wir nicht reich sein dürfen, sondern wir sollen unser Herz nicht daran hängen. Egal wie viel du hast, hänge dein Herz nicht daran. Das heißt auch nicht, dass wir nicht Vorsorge treffen sollen oder dass uns alles egal sein soll. Nein, wir müssen es auf eine gesunde Weise tun. Abraham war reich. Hiob war reich und viele andere auch, von denen wir in der Bibel lesen. Auch im Neuen Testament lesen wir von gläubigen Menschen aus der Oberschicht, die bestimmt nicht arm waren. Reichtum ist nicht das Problem. Das Problem ist, was machst du damit? Sprüche 11, Vers 24. Da ist einer, der ausstreut. Und er bekommt immer mehr.
und einer, der mehr spart als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Das ist ein Geheimnis Gottes und ein Prinzip der Saat und Ernte. Je mehr wir ausstreuen, je mehr bekommen wir. Und wenn wir geizig sind, haben wir Mangel. Hier heißt es, wer mehr spart als recht ist, das ist Geiz. Und die Bibel sagt uns, wir sollen Gutes tun und freigebig sein. Und das steht im 1. Timotheus 6, Vers 18. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein. Das ist genau das Gegenteil von Geiz, von alles haben zu wollen. Hebräer 13, Vers 5. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Eine wunderbare Zusage. Und da spricht auch eine gewisse Zufriedenheit heraus. Zufrieden mit dem, was man hat. Das, was vorhanden ist. Auch kein Neid auf diejenigen, die mehr haben oder die sehr viel haben. Wir begnügen uns mit dem, was wir haben, in der Gewissheit, dass Jesus unser Versorger ist. Und Satan sagt immer, es reicht nicht. Kennt ihr diese Stimme, wenn es mal knapp ist? Es reicht nicht. Das bisschen Geld, das du hast, das reicht nie. Doch Jesus sagt dir immer Versorgung zu. Es ist nämlich gerade umgekehrt. Wenn du Mangel hast, wenn du Hilfe brauchst, dann sagt dir Gott seine Versorgung zu. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Hier lesen wir, dass unser himmlischer Vater weiß, dass wir essen, trinken und Kleidung brauchen. Und wenn wir Jesus an die erste Stelle setzen, werden wir das alles haben, weil er uns nicht im Stich lässt. Er ist unser Versorger. Das sagt uns die Bibel zu. Das sagt uns Jesus zu. Und wir lesen hier auch, dass die Ungläubigen nach all dem trachten. Und darum steht auch meist das Geld an vorderster Stelle. Und wir erleben das in unserem ganzen Wirtschaftssystem. Alles dreht sich um das Geld. Wer Jesus nicht hat, hat keine Sicherheit einer Versorgung und ist somit stark vom Geld abhängig. Gott ist unser Versorger. Er sagt es uns zu und wir können uns darauf verlassen. Wir müssen mit unserem Geld richtig umgehen. Und wie setzen wir es richtig ein? Zuerst müssen wir uns bewusst sein, dass alles, was wir haben, Gott gehört. Wir sind nur Verwalter von dem, was er uns gegeben hat. Es ist ein Geschenk von ihm und das, was er uns gegeben hat, dürfen wir verwalten. Satan hat die Kontrolle über den Mammon dieser Welt. Und dadurch sehen wir, dass wir besonders sorgfältig damit umgehen müssen. Und wir müssen unsere Finanzen unter die Herrschaft von Jesus bringen. Bei Jesus hat das Geld den richtigen Stellenwert. Auch Jesus hat Steuern bezahlt. Er hat dabei recht unkonventionelle Mittel angewandt, aber er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und dies ist die Geschichte von dem Fisch, der die Münze im Maul hatte, mit
dem die Steuern bezahlt wurden, nachzulesen in Matthäus 17, 27. Jesus sagt in diesem Zusammenhang noch etwas Interessantes. Markus 12, 17. Jesus aber sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Und jetzt erhebt sich die Frage: Was gehört Gott? Gott gehört alles, wie schon gesagt. Wir sind die Verwalter. Aber was will Gott von uns haben? Und wir kommen hier unweigerlich auf den Zehnten und das Hebopfer zu sprechen. Zum ersten Mal lesen wir in der Bibel vom Zehnten bei Abraham. 1. Mose 14, 18 bis 20. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham wurde gesegnet vom höchsten Gott. Und aus Dankbarkeit gab er ihm den Zehnten von allem. Und nach dieser Begegnung mit Melchisedek, der ein Bote des Höchsten war, erkannte er, wer Gott war. Nämlich derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat und besitzt. Er erkannte, wer Gott war, und darum gab er den Zehnten von allem. Aus Dankbarkeit, aus Ehrfurcht und aus Freude. Niemand sagte Abraham, er solle Gott den Zehnten geben. Er wollte Gott seine Dankbarkeit erweisen. Und auch bei Jakob sehen wir diese Einstellung. Auch er gibt aus freier Willensentscheidung, nachdem er Gott in seinem Leben erkannt hatte. 1. Mose 28, 20 bis 22. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Er hielt dieses Versprechen und wurde reich gesegnet. Niemand sagte diesen beiden, dass sie den Zehnten geben sollen. Und mehr als 400 Jahre später legte Gott dieses Prinzip mit dem Gesetz als Pflicht für die Israeliten fest. 3. Mose 27, 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Gott gab dies als Richtlinie für das Volk, damit sie Segen hatten. Das Geben des Zehnten wurde also nicht mit dem Gesetz eingeführt, sondern es war schon von Anfang an vorhanden. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Das Geben des Zehnten war von Anfang an da, aus Dankbarkeit und nicht aus einer Vorschrift. Und das Argument, dass das Gesetz heute nicht mehr gilt, können wir hier nicht anwenden, denn das Geben des Zehnten war schon vor dem Gesetz da. Es ist keine Motivation aus dem Gesetz heraus, sondern aus der Motivation der Liebe und Dankbarkeit unserem Gott gegenüber, was er uns gegeben hat, so wie bei Abraham und Jakob. Wir sind nicht mehr an das Gesetz gebunden, sondern wir geben unseren Zehnten freiwillig, wie Abraham und Jakob. Und dieses Prinzip bleibt ewig gültig und wird nicht ungültig im neuen Bund.
Sprüche 3, 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Das heißt auf unsere heutige Zeit übersetzt, es wird uns gut gehen, wenn wir Gott ehren. Wir bringen Gott unseren Zehnten nicht da, um von ihm gesegnet zu werden, sondern weil wir die Gesegneten des Herrn sind. Und das ist ein großer Unterschied und das ist auch der springende Punkt bei der Auswirkung unseres Gebens. Wir geben es aus Freude und Dankbarkeit. Wir ehren den Herrn, indem wir ihm aus Dank einen Teil zurückgeben. Geben wir unsere Gaben, weil wir gesegnet sind, öffnen wir dadurch die Schleusen des Himmels. Ja, weil wir aus Dankbarkeit geben. Wir können Gottes Verheißungen nicht kaufen. Es kommt auf die Herzenshaltung an. Eine Haltung des Vertrauens, der Liebe und der Anbetung. Und wenn wir Gott unseren Zehnten geben, erkennen wir ihn als einzige Quelle unserer Versorgung an. Und wir distanzieren uns vom System der Welt und bekennen vor der Finsterniswelt, dass unsere Finanzen unter Gottes Herrschaft und Versorgung stehen. Wir erklären unsere Unabhängigkeit von Satan. Der Zehnte ist zu unserem Nutzen und nicht zu Gottes Nutzen. Und Gott äußert sich zum Zehnten in Maleachi Kapitel 3. Er sagt zuerst zum Volk, kehrt um zu mir, weil das Volk abgewichen war von seinen Ordnungen. Maleachi 3, Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Vers 10 und 11. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Das ist eine klare Aussage. Gott sagt, der Zehnte und das Hebopfer gehört mir. Und dieser Bibeltext enthält noch eine einmalige Aussage. Gott sagt hier an dieser Stelle und nur an dieser Stelle in der ganzen Bibel, prüfet mich darin. Wir kleine Menschen, seine Geschöpfe, dürfen den großen Gott prüfen. Und was verspricht er uns? Ich möchte das nochmal lesen. Maleachi 3, Vers 10 und 11. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Segen wird uns verheißen. Er wird den Fresser bedrohen. Und der Fresser, das war damals eine Heuschreckenart, die den ganzen Ertrag abgefressen bzw. verdorben hat. Heute ist der Fresser der Satan, der uns um unseren Ertrag bringen will. Er will alles zerstören, kaputt machen und unsere finanziellen Mittel klein halten. Es sagt ja immer, es reicht nicht. Aber Gott steht zu seinem Wort. Er wird den Fresser bedrohen. Und das können auch wir in seinem Namen tun, damit wir diesen Segen erhalten werden.
Widerstehe dem Teufel und halte ihm Gottes Wort vor und handle auch danach. In diesem Bibelvers wird auch das Hebopfer genannt. Und Hebopfer heißt, alles, was du Gott außer dem Zehnten gibst, das ist das Hebopfer. Es ist eine freiwillige Sache. Und Gott gibt dir Freiheit darüber. Du kannst es selbst entscheiden. Es ist eine Herzenseinstellung, wie wir damit umgehen. Und zum Schluss noch eine Bibelstelle in Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Amen.